das leichte Flugabwehrsystem Ocelot im scharfen Schuss auf Kreta. NATO Missile Firing Installation, kurz NAMFI, auf Kreta, Griechenland. Soldaten der dritten Staffel der Flugabwehrraketengruppe 61 aus Todendorf bereiten sich auf ihr morgiges Schießen vor. Für viele ist es das erste Schießen hier auf Kreta. Anspannung liegt in der Luft. Früher Morgen am Folgetag, die Leflase-Staffel hat ihren Verfügungsraum bezogen und wartet auf weitere Befehle. Der Staffelchef erklärt die Besonderheit des geplanten Vorhabens. In diesem Fall schützen sie den Aufmarsch der Patriot-Einheiten, die dann nach uns in die Stellung einziehen werden, um dann einen kompletten Feuerschutz darstellen zu können mit zwei verschiedenen Systemen, Patriot und eben Leflases bei uns im Hintergrund. Also im Moment befinden die Kameraden sich in der Vorbereitung des Schießens. Die werden jetzt durch ein nationales Bewerterteam überprüft, geschaut, dass die Vorbereitungen soweit abgeschlossen sind. Natürlich sind sie das. Es kann losgehen. Das Marschband hat sich in Bewegung gesetzt. Über die schmalen Gebirgsstraßen geht es vom Verfügungsraum in die befohlenen Stellungen. Insgesamt drei Ocelot-Gruppen sollen heute schießen. Eine Gruppe besteht aber nicht nur aus dem Waffenträger auf Basis eines Wiesels. Auch ein Mercedes Wolf und ein Unimog gehören mit dazu. Kurz vor Erreichen ihrer Stellung gliedert sich die Kolonne auf. Abgesetzt von der Gruppe bezieht ein weiteres Fahrzeug seine überhöhte Einsatzstellung. Blick ins Innere. Ich als Kommandant hier im Aufklärungsführungs- und Feuerleitfahrzeug sorge dafür, dass der Verbund zu den Waffenträgern aufgebaut wird und übernehme dann die Identifizierung und Aufklärung der Flugziele und weise diese dann den Waffenträgern zu. An diesem Fahrzeug werden die Waffenträger, die sich auch auf einem Wiesel 2-Fahrzeug befinden, angebunden über Datenfunk und insgesamt können 14 Waffenträger angebunden werden. Das Aufklärungs-, Führungs- und Feuerleitfahrzeug, kurz AFF, sind die Augen des Waffensystems. Innerhalb weniger Minuten nach Beziehen der Stellung ist das AFF einsatzbereit und kann mit seinem Radar bis zu einer Tiefe von 20 Kilometern aufklären. Zeitgleich haben auch die Waffenträger ihre befohlenen Einsatzräume erreicht. Nach der Feinerkundung durch den Truppführer bezieht der Ocelot seine Stellung. Hier ist Konzentration gefragt, der Kraftfahrer wird rückwärts eingewiesen. Die Einsatzbereitschaft ist hergestellt, der Zielzuweiser optisch aufgebaut, der Kommandant im Ocelot erklärt. Ja, wir befinden uns hier im Kampfraum des Waffenträger Ocelot. Das ist mein Arbeitsplatz als Kommandant des Waffenträgers. Wir haben hier vor mir das Bediengerät der Waffenanlage. Zur rechten Seite sitzt während der Fahrt, während der Verlegung auf dem Marsch der Kraftfahrer, der sich jetzt außerhalb befindet, 50 Meter entfernt vom Waffenträger, am Zielzuweiser optisch. Auch auf der Nachbarschießbahn ganz in der Nähe laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit Hilfe von Darstellungsdrohnen sollen feindliche Angriffe von Raketen oder Flugzeugen auf den Einsatzraum der Soldaten simuliert werden. Die Drohnen sind startbereit, der Angriff kann beginnen. Wie von der Leitung des Schießens geplant, verlegen nun auch die Waffensysteme vom Typ Patriot in ihre befohlenen Stellung. Während des Marsches und in der Aufbauphase kann das System sich nicht selbst verteidigen. Die Ocelot-Staffel übernimmt den Schutz im Nahbereich. Über das Radar des AFF werden die anfliegenden Drohnen aufgeklärt, alle notwendigen Daten über Funk an die Ocelots weitergeleitet und die Bekämpfung durchgeführt. Minuten später, die Drohne ist vernichtet. Durch die Schussabgabe des Ocelot ist aber seine Stellung aufgeklärt. Der Zugführer hat das Ausweichen befohlen. In der Wechselstellung wird erneut die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt. Noch gibt sich der imaginäre Angreifer nicht geschlagen. Die nächsten Drohnen werden gestartet. Eine zweite Angriffswelle auf die Stellung der Soldaten geflogen. Aber kaum sind die Drohnen in der Luft, wird auch schon die Bekämpfung durch die Ocelot-Besatzung eingeleitet. Der Gegner ist chancenlos. Ein erfolgreicher Schießdurchgang für die Soldaten der dritten Staffel der Flugabwehrraketengruppe 61 aus Todendorf. Erfasst, Feuer, Auftrag ausgeführt.